willkommen in diesem Video. Ihr fragt euch, wie ihr bloß die nächste Klausursaison überstehen sollt oder es steht bei euch eine mega Präsentation an oder ihr habt die Einladung zu einem Assessment Center und wisst nicht, wie ihr das schaffen sollt. Ganz einfach, macht euch einen Plan und zwar einen Lernplan. Und in diesem Video zeige ich euch, wie das geht. Wenn ich mich inmitten der Klausursaison befinde oder eben Prüfungen anstehen in der Uni oder ich habe auf Arbeit eine Mega-Präsentation, die ich wirklich rocken will, dann kann ich schon mal etwas unruhig werden, weil ich so viele Dinge im Kopf habe. Ich will nichts vergessen, ich muss pünktlich fertig werden, ja, und will nachher am Ende nicht mit einem Blackout irgendwie doof dastehen. Wenn ich dann so unruhig bin, schreibe ich mir einen Plan, einen Lernplan. Dann geht es mir sofort besser. Ich weiß nämlich immer, woran ich bin, was ich bis wann noch schaffen muss und wie ich dahin komme. Und vor allem habe ich dann die Möglichkeit, auch mal Pausen zu genießen, wirklich abzuschalten und zum Beispiel Sport zu machen. Wisst ihr, unser Gehirn ist dafür da, um ganz viele Ideen zu entwickeln. Es ist aber nicht dafür ausgestattet, sich Dinge zu merken. Das heißt vor allem für die Schule, dass Erfolg nicht immer mit biologischer Intelligenz verknüpft ist, sondern vielmehr mit Fleiß. Und den kann man ja trainieren. Also rate ich euch, macht euch einen Plan und legt einfach los. Mit diesen 6 Schritten zeige ich dir jetzt, wie du deinen einfachen Lernplan erstellst, um deine nächste Aufgabe zu rocken. In deinen Kalender trägst du natürlich den Zieltermin ein, deine Deadline, wann du fertig sein musst, mit was auch immer du gerade auf dem Tisch hast. Das weiße Blatt nimmst du, um von heute an die Tage untereinander vorzutragen, die dir noch zur Verfügung stehen, um diesen Zieltermin zu erreichen. Und dann trägst du natürlich auch deinen Zieltermin dort ein. Dann verschaffst du dir erstmal einen Überblick, was du alles machen und lernen musst, um eben deine Aufgabe zu bestehen. Dazu gehört also Stillarbeit, wirklich auswendig lernen, Kapitel recherchieren, vielleicht auch Übungen rechnen, einen Vortrag vorbereiten. Dazu gehört auch eine Generalprobe oder generell Trockenübungen zu Hause. Wenn dir das hilft, schreibe das alles auch noch einmal auf ein extra Blatt Papier auf, damit du einfach nichts vergisst. Dann teile dir die Einzelthemen auf in sogenannte einzelne Einheiten und ordne denen realistische Zeiten zu. Für das eine Thema brauchst du vielleicht nur eine halbe Stunde, für die Matheübung vielleicht 2 Stunden. Jetzt weißt du, was du noch alles machen musst und wie viel Zeit du dafür brauchst. Dann kannst du dir jetzt dein erstes Papier wieder nehmen und auf deinem Lernplan eintragen, was du an welchem Tag lernst. Du weißt am besten, wenn du zu Hause bist und wie viel Zeit dir dann zur Verfügung steht. So kann es sein, dass du am ersten Tag vielleicht nur eine halbe Stunde zur Verfügung hast und dann ein Kapitel durchliest und am nächsten Tag 2 Stunden und dann gleich die ganzen Matheaufgaben machst. Am Sonntag wirst du aber bestimmt alles nochmal zusammenfassen und üben und gucken, kontrollieren, ob du auch alles jetzt verstanden und im Köpfchen hast. Wenn es dir hilft, trage dir all die Termine natürlich auch zusätzlich in deinen Kalender ein. Und was richtig Spaß macht, ist natürlich an deinem Lernplan alle Themen der Reihe nach abzuhaken. So siehst du, wie weit du schon gekommen bist und kannst dich über deine Fortschritte freuen. Plane hierbei auch unbedingt Puffer und Pausen ein. Puffer sind dafür da, dass du einfach die Möglichkeit hast, bei einem Thema, was nicht so leicht zu bearbeiten ist, hierbei Zeit für Wiederholungen oder Korrekturen zu haben. Pausen brauchst du natürlich unbedingt, um wieder Kraft zu tanken und neue Motivation zu schöpfen. Also plane, wenn es denn dein Zeitplan zulässt, auch Pausen aktiv ein und nutze die, um dich mit Freunden zu treffen oder um vielleicht Sport zu machen, um sich wirklich abzulenken. Und das Gute ist an deinem Lernplan, die Pause, die du jetzt einfach hast, die kannst du echt genießen, ohne schlechtes Gewissen, denn sie gehört ja zu deinem Plan. Sorge dafür, dass dein Schreibtisch sauber und ordentlich ist, dass du alles hast, was du brauchst, wie einfach frisches Wasser, einen kleinen Snack, natürlich alle Unterlagen, die dir dabei helfen, jetzt voranzukommen und motivierende Sachen wie coole Stifte, Papiere, einfach oder auch ein PC, wenn du an einer Präsentation arbeitest, dass du alles griffbereit hast. Und ganz wichtig, damit du auch vorankommst, denke dran, nimm dein Handy und stell den Flugmodus an, sodass du nicht gestört oder abgelenkt wirst. Dann schaffst du alles viel schneller und kannst natürlich hinten raus dich wieder um Social Media etc. kümmern.
Jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg mit eurer neuen Aufgabe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich kann euch noch 2 weitere Videos von mir empfehlen, die ich hier nochmal kurz einblende. Wie arbeite ich von zu Hause aus produktiv und natürlich 15 School Hacks, die euch helfen können, da einfach einen klaren Kopf zu bewahren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder vorbeigeschaut habt. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, gebt mir die Daumen hoch, teilt es gerne mit euren Freunden, alle, die euch wichtig sind und vergesst nicht zu abonnieren. Ich heiße euch hier herzlich willkommen auf meinem Kanal. Aber das war es erstmal in diesem Sinne. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!